Hello everyone, and welcome to our video series on Learn German for Beginners. In the previous video, you learned how to express assumptions in German. In this lesson, we will learn how to form polite requests using the Konjunktiv 2 forms, könnten and würden. You can visit our page on patreon.com to get some free worksheets, transcripts, early access to our videos and more. So, fangen wir an. Lektion 36. Höfliche Bitten mit Konjunktiv 2. Hier sind erstmal ein paar Beispiele. Könnten Sie mir helfen? Könnte ich bitte mit Frau Meier sprechen? Würden Sie bitte den Satz wiederholen? In diesen Beispielen benutzen wir die Konjunktiv 2 Form könnten und würden. Der Konjunktiv 2 ist eine Verbform. Das sind keine neuen Verben. Genauso wie die Präteritumform oder die Perfektform. Mit dieser Form kann man Wünsche ausdrücken oder Bitten und Fragen höflich formulieren. Das lernen wir in dieser Lektion. Wünsche formulieren lernen wir später in B1. Oft benutzt man bei Bitten die Verben könnten oder würden. Diese Bitten sind meistens Fragesätze. Wir schauen uns jetzt zwei Fragen an. Könntest du bitte das Fenster zumachen? Diese gleiche Frage kann man auch so formulieren. Würdest du bitte das Fenster zumachen? Also man kann entweder könnten benutzen oder würden. Hier noch einmal die beiden Sätze. Könntest du bitte das Fenster zumachen? Würdest du bitte das Fenster zumachen? In den beiden Sätzen kann man sehen, dass sie Fragen sind. Also das Verb steht in Position 1. Dieses Verb ist im Konjunktiv 2. In dem ersten Satz das Verb können in Konjunktiv 2 ist könnten und in dem zweiten Satz ist das Verb werden in Konjunktiv 2 würden. Die anderen Verben stehen am Ende im Infinitiv. Hier ist ein Beispiel mit dem Pronomen Sie. Könnten Sie mir einen Gefallen tun? Würden Sie mir einen Gefallen tun? As you can see, both the sentences are in forms of questions, hence the verb is placed in the first position. The verbs are in the subjunctive form, that is, in Konjunktiv 2, könnten in place of können and würden in place of werden. These forms make the questions more polite and friendlier. Let's look at two more examples. Könntest du mir kurz deinen Kuli ausleihen? Oder würdest du mir kurz deinen Kuli ausleihen? Könnten Sie bitte den Weg zur Bank erklären? Oder würden Sie bitte den Weg zur Bank erklären? Wir schauen uns jetzt die Konjugation von könnten und würden an. Es ist wichtig, dass man die Präteritumform gut kennt. Hier ist die Konjugation für könnten. Ich könnte, du könntest, sie könnten, er sie es könnte. Wir könnten, ihr könntet, sie sie könnten. Hier kann man auch die Präteritumform sehen. In Präteritum gibt es keine Umlaut, aber in Konjunktiv 2 Form gibt es eine Umlaut. Genauso wie bei Präteritum ist die Konjugation für ich und er sie es gleich. Und jetzt hier ist die Konjugation für würden. Ich würde, du würdest, sie würden, er sie es würde. Wir würden, ihr würdet, sie würden. Here you can also see the Präteritum form. The Konjunktiv 2 form takes the Präteritum form
and adds an umlaut. It's very important to know the preteritum form of all the verbs before you learn their Konjunktiv 2 forms. Just like in preteritum, the conjugation for ich and er, sie, es is the same. If you want to revise preteritum, you can do so by watching our videos on this topic. The link can be found below in the description. So there are various ways of forming a request. You can be very direct and say, Schalte das Licht ein. Dieser Satz ist in Imperativ. Imperativ haben wir in A1 gelernt. Einen Link zu diesem Video findest du unten in der Beschreibung. Leider ist dieser Satz nicht freundlich. Etwas freundlicher ist der Satz, wenn du sagst, Bitte schalte das Licht ein. Das kann auch eine freundliche Bitte werden. Kannst du das Licht einschalten? Mit Konjunktiv 2 kann diese Frage viel freundlicher werden. Würdest du das Licht einschalten? Und sehr höflich und sehr freundlich ist der Satz, wenn man sagt, Könntest du das Licht einschalten? So, nächstes Mal, wenn du eine Frage formulierst, kannst du gern Konjunktiv 2 benutzen. Besonders in Situationen, wo man mit fremden Leuten spricht, sollte man Konjunktiv 2 benutzen. Hier ist ein Beispiel mit einem formellen Satz. Schreiben Sie hier bitte Ihren Namen. Etwas freundlicher kann man fragen, Können Sie hier bitte Ihren Namen schreiben? Höflicher ist, wenn man fragt, Würden Sie hier bitte Ihren Namen schreiben? Und sehr höflich ist, wenn man die Frage mit Könnten formuliert. Könnten Sie hier bitte Ihren Namen schreiben? As you can see, with the use of könnten and würden, you can make your questions much politer and much friendlier. So kann man höfliche Bitten formulieren. Jetzt machen wir eine Übung. Was solltest du machen? Du solltest höfliche Fragen bilden. Hier ist der erste Satz. Bringen Sie mir eine Pizza. Und die höfliche Bitte ist, würden Sie mir eine Pizza bringen? Oder könnten Sie mir eine Pizza bringen? Hier ist der zweite Satz. Gib mir Bescheid, wann du kommst. Und die höfliche Bitte ist, könntest du mir Bescheid geben, wann du kommst? Man kann hier auch sagen, würdest du mir Bescheid geben, wann du kommst? Hier ist der nächste Satz. Kauf mir auch ein Kinoticket für heute Abend. Und die Antwort ist, könntest du mir auch ein Kinoticket für heute Abend kaufen? Oder würdest du mir auch ein Kinoticket für heute Abend kaufen? Bitte nicht vergessen, dass das Verb am Ende steht. Der nächste Imperativsatz ist, Hilf mir bei der Hausaufgabe. Und höflich kann man ihn so formulieren. Könntest du mir bei der Hausaufgabe helfen? Oder würdest du mir bei der Hausaufgabe helfen? Hier ist noch ein Satz. Mach die Tür zu. Und höflich sagt man, Könntest du die Tür zumachen? Oder würdest du die Tür zumachen? Bei allen diesen Fragen kann man auch eine Bitte ergänzen. Könntest du bitte die Tür zumachen? Hier ist der letzte. Sag mir, wann du Zeit hast. Und die Antwort ist, Könntest du mir sagen, wann du Zeit hast? So this is how you use Konjunktiv 2 of können and werden to form polite requests. If you want to practice what you have learned today, you can download a free worksheet from our page on patreon.com. You can also gain access to our transcripts by becoming a $1 patron. Danke,
Thanks for watching this video. If you liked this video, do give it a thumbs up and share it with your friends. Don't forget to subscribe to the channel if you still haven't. You can click on the bell to receive notifications whenever a new video is uploaded. If you have any comments or questions, you can leave them in the comment section below. Tschüss! Auf Wiedersehen!